Stefan, ich bin Quedlinburger, hier geboren und arbeite im Kulturzentrum Reichenstraße in Quedlinburg. Wir sind ein soziokulturelles Zentrum hier in der Stadt mit Schwerpunkt Jugendarbeit, Arbeit mit Kindern. Wir machen neben den kulturellen Angeboten natürlich, wie das andere soziokulturelle Zentrum, vermehrt Bildungsarbeit und hier besonders im Bereich des globalen Lernens. Wobei wir als soziokulturelles Zentrum ja nicht nur Kinder und Jugendliche bedienen, sondern natürlich auch ältere Erwachsene. Wir haben das einzige Kino der Stadt bei uns beheimatet, das Studio Kino Eisenstein. Wir machen Kabarett, wir machen Konzerte, wir machen Theater. Im Haus proben mehrere Theatergruppen. Es gibt Tanzkurse. Die Situation in Quedlinburg ist aktuell relativ entspannt, auch seit etlichen Jahren. Es gab natürlich harte Zeiten, bittere Zeiten. Das waren so die 90er Jahre, die Anfang 2000er Jahre, wo es natürlich eine starke rechte Szene auch in Quedlinburg gab. Zum Glück hat sich das dann auch aufgelöst. A, sind alle älter geworden. B, ist kein größerer Nachwuchs da. Kultur spielt eine ganz wichtige Rolle, was gerade das Themengebiet Weltoffenheit angeht. Ja? Das Verständnis auch für andere Menschen. Einfach auch das Rausgehen können ins Theater, in die Feininger Galerie, ins kleine Kino bei uns zum Beispiel. Die Möglichkeit zu haben, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Kulturangebote müssen für jeden erreichbar sein. Egal ob Hartz-IV-Empfänger, egal ob Rentner, egal ob Ingenieur, ob Einzelhandelskauffrau. Die Preisgestaltung in der Reichenstraße, die machen wir natürlich so, dass es für jeden erlebbar sein kann. Und wenn ein Konzert mit 4 Bands 10 Euro kostet, dann ist das ein relativ niedriger Preis. Und wenn dann jemand am Einlass steht und nur 8 Euro hat, dann kann er trotzdem rein. Das ist jetzt auch nicht so der Akt. Es darf eben wirklich niemand sich ausgeschlossen fühlen.